Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Social Media A-Vorlesung. Ich sollte bei meinem Twitch auf jeden Fall den Ton abdrehen, sonst klingt das Ganze eher dubbig und nach Hall-Effekt. Freut mich, dass Sie live dabei sind, trotz des einladenden Schneewetters in Wien. Es reicht noch nicht ganz für Schneeburgen, ja, vielleicht für einen sehr kleinen Schneemann, aber schauen wir mal, was das noch wird. Heute auf jeden Fall die letzte Einheit zum Thema Advertising. Wir haben uns letzten Donnerstag mit dem Thema Ad Manager befasst. Ich habe Ihnen auch gezeigt, kurz reinschauen lassen in den Facebook Ad Manager, wie das Anlegen von Werbeanzeigen dann in der Praxis funktioniert. Wie auch bereits erwähnt, es gibt einige Stellschrauben, wenn man das Tool ein paar Mal verwendet hat, dann findet man sich eigentlich ganz gut zurecht. Die Schwierigkeit oder die Kunst im Anlegen oder im Konzipieren erfolgreicher Social Media Werbekampagnen liegt weniger darin, die Tools optimal benutzen zu können. Das spielt natürlich eine Rolle. Sehr, sehr wichtig ist die Kenntnis der Zielgruppe und gerade im Consumer-Bereich muss man da sehr viel mit Testen arbeiten. Fast jede erfolgreiche Social Media Kampagne hat nicht genau so gestartet, wie sie es dann 1:1 sehen, sondern bevor man jetzt größere Werbebudgets beispielsweise für ein bestimmtes Sujet oder ausgibt, um ein bestimmtes Video zu bewerben, dann testet man diese Motive, diese Kampagnen in der Regel ab mit kleinen Testgruppen. Das ist jetzt auch nichts ganz grundlegend Neues. Wenn Sie an die klassische Werbung denken, da arbeitet man schon lange mit Eye-Tracking-Studien. Wenn beispielsweise ein Unternehmen überlegt, welches Plakat affischiert werden soll und es gibt von der Agentur mehrere Vorschläge zur Auswahl, ist es ein beliebtes Verfahren, mit Eye-Tracking-Studien eben zu überprüfen, wo schauen die Rezipienten zuerst hin. Es gibt unterschiedliche Methoden, die natürlich auch angelegt sind an die wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden, die Sie kennen, von Diskussionsrunden, Feedbackrunden und so weiter, um eben möglichst vorher herauszufinden, was interessant ist. Was im Social-Media-Bereich anders ist, in der klassischen Werbung mussten Sie das vorher machen, also diese Tests, wenn Sie so wollen, mit Testgruppen, mit Freiwilligen oder bezahlten Freiwilligen, in einer Art Laborsituation durchführen und wenn das Plakat mal affischiert ist oder der Werbeclip ausgestrahlt oder die Zeitungsanzeige gedruckt, dann kann man da nicht mehr viel ändern. Aufgrund der Möglichkeit, dass Social-Media-Advertising auch sehr kleinteilig angelegt werden kann, bietet sich hier viel Raum zum Experimentieren oder auch zum Ausprobieren. Der korrekte Fachausdruck dafür ist A/B-Tests oder Split-Testing. Das heißt, wenn Sie eine bestimmte Kampagne planen, dann variieren Sie unterschiedliche Faktoren, nehmen einen kleinen Teil des Budgets her und schauen dann, was funktioniert am besten. Diese Faktoren, die Sie verändern können, sind zum einen ganz, ganz relevant natürlich die Zielgruppendefinition. Im Fall von Facebook beispielsweise habe ich da wirklich die richtigen passenden Interessen ausgewählt oder auch die richtige Demografie und so weiter. Das ist ein Hebel. Ein weiterer Hebel wäre die unterschiedlichen Werbeziele, ob Sie jetzt beispielsweise für Reichweite bezahlen, ob Sie für Klicks bezahlen, ob Sie für Conversions bezahlen. Auch das kann in den Akquisitionskosten einen großen Unterschied machen und natürlich auch nicht zu vergessen das Werbesujet selber. Wenn Sie sich an letztes Mal erinnern, wenn Sie bei Facebook oder auch auf anderen Netzwerken eine solche Kampagne anlegen und Sie stellen Ihre Zielgruppe zusammen und sagen beispielsweise, ich möchte das an weibliche Personen in Österreich zwischen 20 und 35 anzeigen lassen, die sich für das Thema Reiten interessieren, dann zeigt Ihnen Facebook in der Voransicht gleich mal an, wie groß diese Zielgruppe sein wird. Facebook weiß natürlich, wie viele Nutzer diesem Interesse zugeordnet sind. Und es gibt auch eine Prognose über die Reichweite und die Klicks, die sie möglicherweise enthalten. Diese Prognose bewegt sich in einem meistens recht großen oder recht breiten Spielraum. Warum? Weil natürlich die Zielgruppendefinition alleine noch nicht darüber bestimmt, wie erfolgreich eine Werbekampagne ist. Es lässt sich schwer im Vorhinein sagen, vielleicht abschätzen, aber nicht wirklich sagen, wie gut funktioniert dieses Sujet oder dieses Bild im Vergleich zu einem anderen Bild. Sie können auf den Social Media Plattformen in der Regel dieselben Formate, die man auch organisch postet, als Werbung veröffentlichen, einzelne Bilder, Bildergalerien oder Videoclips. Aber in jedem Fall geht es natürlich darum, herauszufinden, ob das wirklich gut funktioniert in der Zielgruppe. Das sind wirklich drastische Unterschiede. Ich erzähle Ihnen da ein Beispiel. Ich habe voriges Jahr für einen Bekannten eine Kampagne gemacht über
für ein Unternehmen, das Gas für Schweißarbeiten herstellt, also so Gas, das man eben zum Lichtbogenschweißen braucht. Und bei dieser Kampagne ging es darum, das Unternehmen hatte eine Broschüre mit Schweißtipps erstellt, die sich nicht an den Hobby-Schweißer sozusagen richtet, sondern an professionelle Schweißer, also gut recherchiert, aufbereitet wie ein kleines Fachbuch. Und diese Broschüre sollte eben auf Facebook beworben werden. Und wenn Sie an Lichtbogenschweißen denken, da gibt es recht spektakuläre Fotos. Das sieht sehr auffällig aus, wenn da jemand mit der fetten Schweißermaske, mit dem Sichtschlitz und dem Schweißgerät in der Hand und dann noch der Lichtbogen und die großen Metallteile, das sieht schon recht spektakulär aus. Jetzt habe ich die eben gebeten, mir eine Auswahl von Fotos zu schicken und die haben mir dann eine ZIP-Datei geschickt mit 7 Bildern drin. Es waren 6 solcher Fotos, wie eben beschrieben. Und das 7. Bild, das war eine Strichzeichnung, schon von einem professionellen Grafiker, aber relativ simpel, wo halt eine Gasflasche dasteht, an die ein Schweißgerät angeschlossen ist und daneben steht so ein relativ grob gezeichneter Schweißer mit der Maske auf und hält eben die Schweißlanze in der Hand. Das ist eher unabsichtlich reingerutscht und ich hatte es beim Anlegen der Kampagne ziemlich eilig, weil ich anschließend einen Termin hatte und habe einfach die 7 Bilder hochgeladen und schnell 7 Anzeigen angelegt. Und ich hatte es so eilig, dass mir nicht aufgefallen ist, dass das eine Bild dabei war. Ich hätte dieses Bild sonst nie als Anzeige geschalten. Es war auch relativ klein vom Format und sah ein wenig lächerlich aus im Vergleich zu den richtigen Lichtbogenfotos. Und ich mache das normalerweise dann eben immer so, dass ich mehrere Sujets verwende und dann nach einer gewissen Zeit schaue, welches am besten funktioniert. Ich habe dann ein paar Stunden später wieder reingeschaut und war dann recht überrascht, weil wenn Sie bei derselben Kampagne mehrere Anzeigen mit unterschiedlichen Bildern anlegen, dann zeigt Ihnen Facebook auch in Echtzeit die Kampagnendaten an. Also wie oft wurde dieses Bild angezeigt, wie oft wurde es geklickt. Erstaunlicherweise wurde das Strichmännchenbild, glaube 8-mal so häufig angeklickt wie das zweitpopulärste Foto. Ich habe das dann noch bis zum nächsten Tag laufen lassen und habe die anderen Bilder dann alle runtergenommen und wir hatten da eine Klickrate bei dieser Strichmännchen-Kampagne von, ich glaube, 13 oder 14%, irrsinnig viele Downloads dieser Broschüre und ich erzähle das Beispiel deshalb immer gern, weil obwohl ich seit Jahren mit Social Media zu tun habe, seit vielen Jahren, eigentlich seit Social Media gibt, x Kampagnen angelegt habe und mir schon einbilde, ein wenig Gespür dafür zu haben, was funktioniert oder was nicht, gibt es da immer wieder Überraschungen und deswegen empfehle ich auch immer, wenn Sie das in der Praxis für Ihre eigenen Projekte oder für ein Unternehmen tun, ein ganz wesentlicher Hebel ist wirklich Split-Testing und das bedeutet, dass das Kampagnenmanagement vergleichsweise zeitaufwendiger wird. Das ist auch klar, wenn Sie eine einzige Kampagne anlegen und vorbereiten, dann lassen Sie die durchlaufen, am Ende schauen Sie sich die Zahlen an. Wenn Sie unterschiedliche Sujets beispielsweise testen, dann müssen Sie das auch auswerten, entsprechend die Einstellungen ändern. Und eine Sache ist natürlich auch klar, auch eine Parallele zum wissenschaftlichen Arbeiten, wenn Sie den Einfluss einer bestimmten Variable untersuchen wollen, beispielsweise den Einfluss der Zielgruppe, dürfen Sie immer nur eine einzige Variable ändern. Also das heißt, es wäre keine gute Idee, eine Kampagne mit einer Zielgruppe und einem Sujet und die zweite Variation mit einer anderen Zielgruppe und einem anderen Sujet zu machen. Wenn Sie immer nur einen Faktor ändern und wenn man jetzt beispielsweise denkt an eine Kampagne, wo man 3 verschiedene Zielgruppen mit jeweils 3 verschiedenen Sujets ausprobiert, dann sind das schon 9 Kampagnen statt einer, die man anlegen und managen muss. Und das ist auch einer der Gründe, warum meiner Beobachtung nach im deutschsprachigen Raum noch eher weniger, aber in den USA sehr viele Unternehmen, mittlerweile größere Unternehmen vor allem, Vollzeitkräfte in-house beschäftigen, die sich eben um das Kampagnenmanagement kümmern. In der Regel kommen da auch noch AdWords-Kampagnen dazu, nicht nur die Social-Media-Kampagnen, aber da gibt es eben sozusagen diese für Marketer relativ vorteilhafte Situation, dass, wenn Sie so wollen, der Medienkanal, in dem Sie die Werbung schalten, zugleich auch das Experimentallabor ist, in dem Sie Ihre Inhalte vorher in einer Live-Umgebung abtesten können. So, ich muss mal einen Blick auf den, ich habe nämlich Twitch laufen, weil aus unerfindlichen Gründen zeigt mir OBS den Chat heute nicht an. Das Werbekampagnen im engeren Sinn war das Thema letzte Woche, das Video ist auf Moodle auch online, es geht heute zwar noch weiter, aber ich möchte es in einen etwas größeren Kontext auch stellen mit dem AIDA-Modell. Genau, ich habe genau die gleiche Zielgruppe verwendet, das ist eben, und nur, was ich gemacht habe, ich habe 3 verschiedene Zielgruppen angelegt, oder so gehe ich normalerweise vor, 3 oder 4 oder 5, auch je nach Thema,
Und dann zuerst mal pro Zielgruppe die drei unterschiedlichen Sujets und dann geschaut, welche Zielgruppe funktioniert am besten und welches Sujet funktioniert in der Zielgruppe am besten, so dass ich es wirklich quasi eben einzeln abtesten kann. Ah, jetzt funktioniert der Chat im Stream. Mysteriös. Gut, bevor wir einen näheren Blick auf das AIDA-Modell werfen, das ist just too good, ich kann das in einer Social-Media-Vorlesung nicht erwähnen, haben Sie die Eröffnung des Kaufhaus Österreich mitbekommen? Letzte Woche oder diese Woche, eigentlich diese Woche, für ziemlich viel Spott und Häme gesorgt, auf Social-Media-Kanälen, vor allem auf Twitter. Sie wissen ja, gerade in Corona-Zeiten, das heißt gerade in Corona-Zeiten während eines Lockdowns, wenn der Handel geschlossen ist, ist natürlich ein großes Thema, dass ein beträchtlicher Teil der Einkäufe über Online-Plattformen getätigt wird. Und große internationale Händler wie Amazon sehen sich ja häufig dem Vorwurf ausgesetzt, dass sie den Sozialstaat untergraben, mit Steuertricks, steuersparend vorgehen, Mitarbeiter nicht sozial versichern und so weiter. Ich würde das grundsätzlich recht kritisch hinterfragen. Zum einen denke ich nicht, dass andere multinationale Konzerne in Österreich deutlich mehr Steuern zahlen als Online-Konzerne. Da gab es auch viele Anpassungen. Aber das ist eine Frage für Finanzexperten. Aber die zweite Sache ist natürlich, dass Amazon in Österreich auch ein ziemlich großer Arbeitgeber ist. Und ich kenne auch die negative Berichterstattung drüber. Aber ich spreche immer mit ziemlich vielen Angestellten, denen in der, wenn sie so wollen, eher unteren Hierarchieebene mit den Amazon-Boten und so weiter. Und da höre ich eigentlich ein ziemlich anderes Bild in Sachen Arbeitgeber, als medial vermittelt wird. Aber wie auch immer, klar ist, Wertschöpfung in Österreich ist natürlich für die heimische Wirtschaft besser. Und es gibt ja auch hier in Österreich mehr als ausreichend Online-Shops. Jetzt hat die Post mit einigen Kooperationspartnern vor, glaube ich, ungefähr einem Jahr oder so Shopping gelauncht, ein Konkurrenzportal zu Amazon, in dem österreichische Unternehmen ihre Produkte anbieten. Ohne jetzt mich allzu weit aus dem Fenster zu lehnen, kann man ohne Übertreibung behaupten, dass das Shopping kein riesengroßer Erfolg geworden ist bisher. Und jetzt im Zuge oder nochmal beschleunigt, sagen wir, durch die Corona-Entwicklung hat die Wirtschaftskammer Österreich gemeinsam mit dem Digitalisierungsministerium heißt das so, Wirtschaftsministerium, ich glaube Ministerium für Wirtschaft und Digitalisierung, ich glaube so ist der offizielle Titel, also mit der Ministerin Margarete Schramböck eine Webseite gebaut, die heißt eben Kaufhaus Österreich. Die finden Sie auch unter Kaufhaus-Österreich. Sie sehen hier den Claim, ich kaufe regional, das geht auch digital. Ich habe davon gehört und ich habe eigentlich davon gehört, weil dann alle auf Twitter begonnen haben, sofort darüber zu spotten, dass die Suche so schlecht funktioniert. Bin dann erst gestern dazugekommen, mir die Seite etwas genauer anzusehen. Es ist ein interessantes Thema, weil Sie kennen wahrscheinlich das Wort Shitstorm in Social Media. Eine der Auswirkungen von Social Media Kanälen ist natürlich, wenn ein Unternehmen irgendetwas tut, das einem oder mehreren Kunden nicht gefällt und sozusagen der mit seiner Meinung auch bei anderen Leuten auf Resonanz stößt, dann entsteht relativ schnell ein Shitstorm. Muss ich überlegen, früher konnten die Kunden ja auf den Unternehmens-Homepages nichts posten. Auf Social Media geht das relativ leicht. Man muss dazu nicht mal auf die Unternehmensseite posten. Es reicht auch, wenn ein paar hundert oder ein paar tausend Leute sich negativ über das Unternehmen äußern. Große PR-Krise ist etwas, das man natürlich gerne verhindern möchte. Für PR-Krisenmanagement und solche Shitstorms ist meine Frau Expertin. Die unterrichtet das auch in ihren PR-Lehrveranstaltungen. An dieser Stelle nur als Fußnote, ich finde das immer sehr charmant, das Wort Shitstorm gibt es im englischsprachigen Bereich nicht. Das ist eine Erfindung von Sascha Lobo, einem deutschen Blogger und Medienexperten. Und das ist immer, die Amerikaner hauen sich immer total ab, wenn wir auf Englisch sprechen und ich das Wort Shitstorm erwähne. Das heißt bei denen Social Media Crisis oder so. Shitstorm nur im deutschen Sprachraum gebräuchlich. Aber mal unabhängig davon, es gab einen veritablen Shitstorm zu diesem Kaufhaus Österreich. Eben mit dem Vorwurf, dass es mehr oder weniger sinnlos rausgeschmissenes Geld sei und die Suche vor allem nicht funktioniert. Die Webseite hat 630.000 Euro gekostet. Ich bin selber in viele Online-Projekte involviert und auch seit Jahren im Förderbeirat der Netidee. Fördern auch Online-Projekte und ich habe in den letzten 10 Jahren viele, viele hundert Businesspläne gelesen. Und eines kann ich dazu auf jeden Fall sagen, ich
kann wirklich immer nur den Kopf schütteln, wenn jemand sofort postet, 630.000 Euro, das ist viel zu viel, das kann man überhaupt nicht sagen. Das ist eine Zahl, man weiß nicht, was dahinter steckt an Projektmanagement, Programmierung, letztendlich auch Werbebudget. Ob das viel oder wenig ist, ja klar, es gibt Webseiten, die kosten wesentlich mehr, kommt immer auf die Funktionalität an. Es gibt Webseiten, die kosten wesentlich weniger. Kann man nicht sagen dazu. Eine Sache ist, denke ich, schon zu bedenken, wenn die Wirtschaftskammer oder eben das Wirtschaftsministerium Steuergeld in die Hand nimmt, dann sollte dabei natürlich irgendein sinnvolles Projekt rauskommen. Und wie gesagt, die Idee, grundsätzlich österreichische Online-Shops sichtbarer zu machen, gegen die kann man meiner Meinung nach ja relativ wenig haben. Was war also die Quelle der teilweise recht hämischen Kritik? Also die Medien haben zuerst mal darüber berichtet, 627.000 Euro waren es eben genau. Also wenn Sie hier nach Kauf aus Österreich Twitter suchen, dann sehen Sie auch die ganzen, ja eigentlich die bekanntesten österreichischen Twitterer haben sich alle dazu geäußert. Der Gerhard Lub arbeitet bei der Wirtschaftskammer, der war da auf dem relativ verlorenen Posten sozusagen dagegen zu argumentieren. Ein paar der Highlights hier von Florian Klenk oder Armin Wolf. Florian Klenk schreibt, liebe WKÖ, liebe Ministerin Schramböck, das Kaufhaus Österreich funktioniert nicht, wenn ich nach Mountainbike suche, null Treffer, wenn ich nach Fahrrädern suche, ein Shop in Hohenems. Stellt den Shop offline, verlangt das Geld zurück, das ist peinlich. Dann schreibt da Armin Wolf hier, wenn ich die Rezensionen zum Kaufhaus Österreich hier lese, dann ist das nicht so optimal gelungen. Pro-Tipp, die meisten Menschen suchen nach Produkten, nicht nach Läden. Eventuell hätte es doch mal wer ausprobieren sollen, bevor das Ding online ging. Ich habe das dann so am Rand mitbekommen und habe mir gedacht, das muss ich mal anschauen und habe das dann gestern angeschaut und habe auch das getan, was wahrscheinlich viele tun würden, wenn sie so einen Shop testen. Ich habe mal nach irgendeinem Produkt gesucht. Wenn der Steiermark sagt, eine blaue Blue Jeans, da gibt einfach mal Jeans ein und dann kriegt man so Auto-Completions. Aber ich klicke jetzt mal auf Los und pretty much to my surprise tauchen dann eben keine Produkte auf seiner Shops und ich habe ein paar Minuten gebraucht, um zu verstehen, dass das überhaupt kein Online-Shop ist, sondern eine Datenbank österreichischer Online-Shops. Deswegen findet man da keine Produkte, sondern eben die Shops. Im Idealfall, wenn man diese Navigation baut, dann würde man sich erwarten, dass man ja, halt jeweils alle Shops findet, die dann das entsprechende Produkt anbieten. Und da haben wir jetzt zwei, den Kirby Fashion Store und Kleblatt Sport Couture in Salzburg. Für so also allgemeines Produkt mit Jeans ist es etwas wenig. Ich habe dann nach einem Carinthia ist ein österreichischer Hersteller von Outdoor- und Militärbekleidung, sehr hochwertige Winterjacken. Und ich habe dann eben nach Carinthia-Jacke gesucht. Das Interessante ist, müssen Sie mir jetzt glauben, Sie können auch gerne nachschauen, dass niemand dieser hier gelisteten Shops Carinthia-Kleidung verkauft. Und wenn man eben nach der genauen Bezeichnung eines Produkts sucht, aktuelle Winterjacke heißt, dann kam da wirklich seltsames Suchergebnis raus. Nämlich ein Lebensmittelladen, ein Laden für Kaffee und Kaffeemaschinen, ein Teppichzentrum und Bärs, Mode und Accessoires, auch nicht gerade der Outdoor-Shop. Also, was funktionieren würde auf der Seite ist, dass man nach dem Namen des Shops direkt sucht. Zeigt aber der gesunde Hausverstand bis zu einem gewissen Grad, wenn das Portal Shops listet und man sucht nach dem Namen dieses Shops auf dem Portal, klickt dann da drauf, dann gibt es hier den Button zum Webshop und der führt dann zum Webshop dieses jeweiligen Anbieters. Das geht dann, Sie sehen auch, da ist jetzt auch eine andere URL. Jetzt sagt einem der gesunde Hausverstand, da könnt ihr ja genauso gut auf Google suchen, aber tatsächlich, wenn man nach Bears Shop sucht, dann kann man hier zuerst die Chicago Bears und etliche andere Ergebnisse. Der Bears Shop ist dann da irgendwo. Ist das? Nein, das ist auch nicht der. Ich weiß gar nicht, ob der da auftaucht. Ja, okay, das ist für eine bestimmte Form der Nischensuche vielleicht möglicherweise sinnvoll. Aber da muss es ja dann noch irgendwas geben. Was mir dann wirklich sehr zum Lachen gebracht hat, es gibt die Möglichkeit, ich hoffe, ich finde die jetzt nochmal, weil Usability ist not that great. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit,
Da war es. Ja, haha. Aha, in Eisenstadt gibt es keine Online-Shop. Okay, probieren wir es nochmal. Also es ist das, was Sie da sehen, ich zeige es Ihnen auch deswegen so. Immer wenn ein Nutzer so etwas tut und wir sind alle relativ in Eile und verwöhnt von anderen Seiten, also sozusagen, ja, sieht das Ganze dann alles, es ist furchtbar. Also da muss man schon wirklich einen Blogbeitrag drüber schreiben oder irgendwie IT-Experte sein, dass man da länger rumklickt. Und das ist natürlich, wenn man eine Seite neu launcht, sowas bleibt hängen. Das ist ein bisschen so, wie wenn, in Wien wird es doch irgendwas geben, wie wenn ein Restaurant neu aufsperrt und am Eröffnungsabend gleich alles, seriously, am Eröffnungsabend gleich alles versemmelt. Kann man das irgendwie? Ich finde, es gibt eine Kartensuche. Es gibt eine Suche, bei der man, vielleicht komme ich da hin, die Shops auf einer Karte anzeigen lassen kann. Das finde ich, da haben wir es, Liste Karte. Das finde ich wirklich großartig, weil wie kommt man auf die Idee, ein Portal mit Online-Shops anzubieten und die dann auf einer Karte anzuzeigen? Weil ich mir eine Jeans kaufen will und dann auf Kauf aus Österreich nachschaue, draufkomme, dass der Online-Shop eh nur drei Gassen weg ist und dann auch hingehen könnte. Ah, ja, unwahrscheinliches Szenario, ansonsten wäre der Punkt von Online-Shops, dass es relativ egal ist, wo sich die befinden. Diese Kartensuche ist noch der aufwendigste Teil und dann gibt es dieses Portal für Unternehmen. Das ist, ich habe mir das gestern kurz durchgeschaut, das ist relativ seriös gemacht. Da wären auch einige interessante Infos für die von Ihnen drauf, die sich mit Marketing beschäftigen wollen. Da gibt es eine Reihe von Tutorials, so Basics, Customer Journey, auch ein Wort, das uns noch begegnen wird, Suchmaschinenwerbung, warum Online-Marketing wichtig ist, sozusagen die ersten 10 Minuten der vorvorigen Woche. Eine Reihe von Anleitungen für EBUs, für kleine Unternehmen, die sich damit schwer tun, wie baut man eine Online-Präsenz auf und so weiter. Könnte man auch sagen, ja gut, da gibt es hunderte Blogs, die drüber schreiben. Also irgendwie ist das Ganze sehr eigenartig. Man kann ja immer leicht kritisieren und sich über irgendetwas lustig machen, aber auf der anderen Seite, ich finde es deshalb vor allem relativ schade, weil es eine ziemliche verpasste Chance ist. Wenn man so etwas ernsthaft machen will, oder so, lassen Sie mich es anders formulieren, das Problem bei solchen Marktplätzen, das dahinter steht, ist, Sie haben da eine Menge von kleinen Shops und man kann als Betreiber natürlich nicht davon ausgehen, dass die alle ihre Produkte, ihren Warenbestand in einem standardisierten Datenformat anliefern. Das heißt, es wäre recht unrealistisch, die Seite darauf aufzubauen, so wie Amazon das macht, dass jeder Händler, ja, letztendlich jeder, der da verkaufen will, so Excel-Sheets vorbereiten muss oder in irgendeiner Art und Weise eine Datenbank betreiben und die anbinden. Also hat man sich offenbar für ein reines Shop Directory entschieden. Ein Mittelding wäre wahrscheinlich machbar gewesen, wenn man das Ganze wirklich als Kampagne für den österreichischen digitalen Handel aufziehen will. Dann hätte ich das Verzeichnis relativ basic gehalten und jedem Shop die Möglichkeit gegeben, 3 bis 5 Produkte anzulegen, so mit einer simplen Upload-Maske mit Foto und Beschreibung und so weiter. Und dann vielleicht gesagt, bei der ersten Bestellung über dieses Portal 10% mit der Idee, diesen Online-Shops neue Kunden zu bringen. Es hätte funktionieren können mit einem entsprechenden Werbebudget. So steht halt jetzt eine weitere Seite im Netz, wo man sich wirklich fragt, für ein Ministerium, das Digitalisierung im Namen hat, ist das eine schwache Leistung. Ein Kollege von mir, ich habe, wenn Sie es näher interessiert, ich habe auf meinem Blog gestern auch einen kurzen Beitrag drüber geschrieben und ein sehr geschätzter Kollege von mir, der Peter Steinberger. Wo ist er? Da ist er. Hat auf LinkedIn was dazu veröffentlicht. Kennen Sie sich noch an einen Elchtest erinnern? Das war so ein großes PR-Desaster von Mercedes. Als Mercedes die A-Klasse auf den Markt gebracht hat, sind sie dann draufgekommen, der Elchtest kommt aus Skandinavien. Elch kommt auf die Straße, man muss ausweichen. Sie wissen vielleicht, in Österreich wird empfohlen, bei Feldhasen, Rehen und so weiter, ja, nicht auszuweichen, sondern das Tier niederzufahren. Das bringt die größten Überlebenschancen für einen selber. Beim Elch funktioniert das nicht. Der ist zu groß und zu schwer, deswegen muss man den Elch umfahren. Deswegen Elchtest und das ist ein Standard, gehört zu den Standard-Sicherheitstests. Und die Mercedes A-Klasse ist umgekippt dabei. Das ist übel genug für so einen Hersteller. Was viel, viel übler ist, ist, dass die Beteiligten des Managements das alles schon vorher gewusst haben, aber kurz gesagt es nicht wahrhaben wollten. Das beschreibt der Peter auch in seinem Beitrag.
Sehr schön. Und unterstellt der Wirtschaftskammer, dass da oder dem Wirtschaftsministerium, dass da etwas Ähnliches passiert ist und schreibt, und wir können mich noch anschließen, die 3-4 Leute, die ich privat kenne und die bei der WKO arbeiten, sind absolut keine Vollhonks ohne Bezug zur Realität, wie es das Kaufhaus Österreich vermuten lassen würde. Also gibt es hier wohl ein systemisches Problem. Wie gesagt, im Kontext unserer Vorlesung sehr, sehr interessantes Beispiel, wie Online-Marketing nicht funktioniert und nebenbei Social-Media-Funktionalitäten kaum hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, Reviews oder so einzubauen. Aber so entsteht eben ein Shitstorm und so baut man ein Kaufhaus, das sich nicht über wahnsinnig viele Kunden freuen dürfte. Der Slogan ist so, okay, Boomer, ja, das kann ich unterschreiben. Der Nutzen spiegelt doch niemals den Preis wider. Also 600, das passt nicht für 2000. Ja, das sagt man relativ leicht. Also, wenn bei solchen Projekten, ich bin es ja auch gewohnt, anders zu programmieren und meine Webseiten anders zu machen, aber wenn Sie ein Pflichtenheft haben, wenn da ein Projektteam involviert ist, die Kosten steigen da schnell mal an. Ich finde das nicht so drastisch. Viel schlimmer finde ich, was dabei dann dafür rauskommen ist. Aber Sie haben recht. So etwas könnten wir für 2000 Euro abbauen. Da stimme ich Ihnen durchaus zu. So etwas habe ich sogar mal zum Spaß gebaut fürs Karmeliterviertel. Hab dann keine Zeit mehr dafür gehabt. Genau, es heißt Jobsuche und nicht Produktsuche. Und das Interessante ist eben, und da sind wir wieder, und das ist das Thema, das uns dann heute auch noch beschäftigen wird, bei der Erwartungshaltung der Konsumenten. Da trifft es meiner Ansicht nach der Armin Wolf sehr, sehr genau, wenn er ihm schreibt, dieser Use Case, dass Leute nach Shops suchen, den gibt es in der Form nicht. Wenn ich irgendwas ins Netz stelle, das Kaufhaus Österreich heißt, das Kaufhaus im Namen hat, dann ist natürlich das, was jeder als erstes tun wird, ja, einen Produktnamen eingeben. Schauen, gibt es das da. Ein Desaster mehr, sicherlich nicht das teuerste der letzten Jahre, Stichwort Eurofighter oder AKH, aber für den digitalen Bereich auch durchaus bemerkenswert. Damit zurück zu unserem Thema Social Media Advertising. Ich habe Ihnen letztes Mal noch einen Link unterschlagen, da wollte ich nur kurz was dazu sagen, wie Sie das sehen. Das ist eine Google-Suche auf Scholar, Google.at. Scholar ist Googles Portal für wissenschaftliche Veröffentlichungen, für Papers. So wie ich vorher gesagt habe, wenn man Kampagnen optimiert, dass man da die Möglichkeit hat, direkt in einem Live-Test-Environment sozusagen zu arbeiten. In einer ähnlichen Art und Weise bieten natürlich Social-Media-Plattformen sehr interessante Forschungsmöglichkeiten. Unter anderem auch dessen, weil man mit relativ überschaubaren Aufwand Werbekampagnen und auch mit relativ überschaubaren Budget verwenden kann, um Dinge abzutesten, interessante Experimentaldesigns zu bauen und dementsprechend viele Veröffentlichungen gibt es auch dazu. Bei der Suche nach Social Media Advertising findet man auf Google Scholar 58.700 Resultate allein aus dem Jahr 2020. 2019 waren es deutlich weniger, 23.000 und 2016 474.000. Der Grund, warum ich das herzeige, ich habe in den letzten Jahren auch einige Masterarbeiten betreut an FHs und ein paar Zweitbetreuungen an der Uni gemacht. Und ich finde es ganz interessant, weil wenn Sie eine klassische Befragung oder so weiter machen, dann muss man natürlich die Daten selber erheben. Man muss die Daten auch auf Social Media Plattformen erheben, aber man kann mit einem smarten Untersuchungsdesign auch die Statistiken und so weiter, die Facebook mitliefert, ganz gut ausnützen. Ein Student von mir, der ist auch bei der Freiwilligen Feuerwehr, der hat da seine Masterarbeit geschrieben über die Social Media Channels der Freiwilligen Feuerwehr und hat da einfach so strukturierte Experimente durchgeführt. Funktioniert ein Bild besser, funktioniert ein Video besser? Wie gesagt, das ist bei Einzelpostings immer nur beschränkt aussagekräftig. Er hat in dem Fall mit mehreren Freiwilligen Feuerwehren da zusammengearbeitet. Aber da kann man strukturell ganz ähnlich vorgehen, dass man eben recht simpel einzelne Einflussfaktoren isoliert und dann die Auswirkungen untersucht. Also das Datensammeln, die permanente Auswertung, Problem, siehe DSGVO, aber für die Kommunikationswissenschaft natürlich auch sehr spannend. Ja, und damit zurück zum Thema Marketing Funnel. Beim letzten Mal habe ich Ihnen gesagt, wie man Kampagnen anlegt. Das Thema Storytelling ist uns auch schon untergekommen. In der klassischen Werbung, und ich bin sicher, das ist Ihnen im Laufe Ihres Studiums schon einmal untergekommen, spielt dieses, da unten steht Brand Advocate, da
ist das klassische AIDA-Modell, ich glaube, seit dem Ende der 60er oder 70er Jahre recht gängig. Der Weg eines nichtsahnenden Menschen hin zum Kunden, der passiert nicht von, der ist nicht binär, der passiert nicht von 0 auf 100, sondern da gibt es mehrere Phasen, die man unterscheiden kann. Und das AIDA-Modell ist eine recht simple Wiedergabe dieser Phasen. Die Abkürzungen stehen für Attention, Interest, Desire, Action. Also die erste Stufe Attention würde bedeuten, dass man jemanden überhaupt informiert. Es gibt ein Produkt, speziell wichtig bei neuen Produkten. Potenzielle Zielgruppe muss erfahren, dass es ein Produkt gibt, sonst werden sie es auch nicht kaufen wollen. Die nächste Stufe, das I, das Interest. Ja, vorher, es gibt etwas, es ist mir entweder vollkommen egal oder es interessiert mich. Die, denen es vollkommen egal ist, werden dann in weiterer Folge wahrscheinlich keine Kunden werden. Vom Interest geht es dann zum Desire, also dem Wunsch, das zu besitzen, und der führt dann zur Action, der in der klassischen Werbung eben letztendlich die Kaufaktion oder Vertragsabschluss oder was auch immer ist. Grundsätzlich kommt der digitale Marketing-Funnel genau aus diesem Modell raus, wird aber häufig in mehrere Stufen unterschieden. Ich habe da eine typische Grafik rausgenommen. Wenn Sie unterschiedliche Medien lesen, dann werden Sie auch unterschiedliche Benennungen finden. Das ist nichts, das standardisiert ist. Es ist meistens strukturell sehr ähnlich. Manche unterscheiden, geben noch zwei Phasen dazu, andere weniger. Es ist auch nichts, das ich bei der Prüfung jemals so abfragen würde. Mir geht es nur darum, dass Sie verstehen, dass es da einen bestimmten Weg gibt, den ein Nutzer zurücklegt, bevor er beispielsweise im Kaufhaus Österreich irgendwas kauft. Da kann man ja gar nichts kaufen. Auch hier haben wir als erste Stufe die Awareness, wäre sozusagen Attention. Also erste Phase, ich muss jemanden mal kommunizieren, es gibt etwas. Die zweite Phase, die Consideration, das wäre sozusagen diese Phase, in der jemand drüber nachdenkt, soll ich mir das zulegen oder nicht? Ist das was für mich? Conversion, damit bezeichnet man, und das kann für zwei Dinge stehen im Online-Bereich. Man kann als Conversion definiert man ganz abstrakt eine Tätigkeit eines Nutzers. Man kann in einem Online-Shop beim Kauf von einer Conversion sprechen, es gibt aber auch andere Formen von Conversions. Hier in dieser Grafik ist mit der Conversion gemeint, dass der Kunde an dieser Stelle seine Kontaktdaten an den Betreiber gibt. Er kauft noch nichts, aber das wäre dann sozusagen, ich interessiere mich für das Unternehmen, ich bestelle mir mal ein Newsletter. Das wäre in der frühen Phase von Conversion und eine sozusagen die letzte Conversion oder die erwünschte Conversion ist das dann, dass der dann tatsächlich zum Kunden wird und eben was kauft. Im klassischen Marketing spielt natürlich auch die Kundenbindung eine große Rolle. Wenn Sie an die Wertschöpfung in einem Unternehmen denken oder wenn Sie sich ein Businessmodell anschauen, da geht es ja niemals darum, wie viele einmal Kunden kann ich gewinnen, sondern in den meisten Fällen ist interessant, wie viel kostet mich die Akquise eines Kunden und wie oft kauft er dann im Durchschnitt bei mir. Die meisten Produkte haben eine gewisse Lebensdauer oder einen bestimmten Lebenszyklus, und ab dem Punkt, wo der Kunde geworden ist, ist eben die Frage, wird der ein zweites Mal bei mir kaufen? Das hängt von mehreren Faktoren ab, natürlich ganz, ganz stark damit, wie zufrieden er mit seinem ersten Kauf ist, aber dann in weiterer Folge auch davon, wie gut man ihn weiter betreut. Deswegen wird da als nächste Stage ist dieser Loyalty-Bereich drin, und den gibt es im klassischen AIDA-Modell auch deshalb nicht, weil in der klassischen Werbung Sie ja keinen Kommunikationskanal direkt zum Kunden aufbauen, wie es beispielsweise mit einem Newsletter möglich ist. Und dann noch der Loyalty, also Loyalty würde bedeuten, es ist ein wiederkehrender Kunde, er kauft regelmäßig bei mir ein, der ist soweit zufrieden, sonst würde er wahrscheinlich auch zu einem anderen Anbieter wechseln. Und die finale Phase, auch die, sehr online-typisch, ist die Advocacy. Superfans, glühende Verfechter eines Produkts. Auch vor Social Media hat Mundpropaganda natürlich eine nicht unbeträchtliche Rolle gespielt, und nach wie vor sind soziale Kontakte im persönlichen Freundeskreis ein ganz wichtiges Entscheidungskriterium bei Kaufentscheidungen. Aber neu ist eben, dass diese Mundpropaganda auch über Social Media Netzwerke erfolgen kann und in vielen Fällen auch erfolgt und damit natürlich eine vollkommen andere Reichweite erreicht.
Das heißt, im Idealfall gelingt es mir als Unternehmen, meine Kunden so sehr zufriedenzustellen, dass die von sich aus drüber reden und sagen, keine Ahnung, die Kaffeesorte ist total super, ich trinke nur mehr die, oder kann man gerade das neue iPhone geholt, unfassbar, wie gut die Kamera ist. Solche öffentlichen Äußerungen fallen dann in den Bereich der Advocacy rein. Das ist hier sozusagen diese erste Spalte, und hier, was Sie hier sehen, sind die Bezeichnungen, die man in dieser jeweiligen Phase für den Kunden verwenden kann. Zuerst einmal ist der Viewer oder Visitor auf einer Webseite, also Besucher, wird dann vielleicht Fan oder Follower, noch möglicherweise ohne konkrete Absicht. Dieses Viewer-Visitor kann an jeder Stelle passieren, das kann ein Artikel in irgendeiner Zeitung sein, das kann eine Werbeanzeige sein. Er besucht die Webseite einmal oder mehrmalig, beginnt vielleicht regelmäßig Inhalte zu konsumieren, die dieses Unternehmen zur Verfügung stellt, und ab dem Moment, wo er sozusagen die Einwilligung gibt, dass dieses Unternehmen mit ihm kommunizieren darf, in welcher Form auch immer, über ein Chatbot, über ein Newsletter, bezeichnet man ihn als Lead, auf Deutsch potenziellen Kunden. Wenn ein Lead schon kurz vor einer Kaufentscheidung steht, gibt es im Englischen noch den Ausdruck Prospect dafür. Das ist dann sozusagen die letzte Phase, bevor er Kunde wird. Einmal Kauf, zweites Mal, ab dem zweiten Mal Repeating Customer und dann sozusagen idealerweise Brand Advocate, Influencer oder so. Ist natürlich klar, dass in so gut wie allen Fällen nur ein kleiner Teil der Kunden dann wirklich Brand Advocates wird, idealerweise die Social Media Affinen. Was hat das jetzt mit dem Thema, das ist alles, glaube ich, hausverstandsmäßig recht logisch und nachvollziehbar, was hat das aber mit dem Thema Online-Marketing zu tun? Was Sie jetzt hier in der mittleren Spalte sehen, sind, und auch hier ist nicht Weisheit, die in Stein gemeißelt ist, das ist mehr als Vorschlag zu sehen, es gibt unterschiedliche Webformate oder Kommunikationskanäle, die sich für die eine oder andere Phase auf diesem Kundenweg mehr oder weniger eignen. Das Ganze wird auch deshalb als Funnel bezeichnet, weil Funnel auf Englisch Trichter bedeutet. Und wenn Sie sich so einen Trichter vorstellen, so kriege ich das in Deckung mit, dann läuft es ungefähr so, dass Sie oben bei den, ganz vorne bei der Awareness, da sollten das möglichst viele Leute sehen. Da wissen Sie auch vielleicht, wenn gerade bei neuen Produkten noch nicht so genau, wer Ihre Zielgruppe ist, Sie haben ein bisschen eine Vorstellung davon, aber Sie sind sich nicht sicher. Natürlich werden niemals 100% der Kunden, denen Sie irgendeine Werbeanzeige zeigen oder die auf Ihre Webseite kommen oder die irgendwie mit Ihnen in Kontakt kommen, sofort Follower werden oder Fans auf Social Media. Es werden nicht alle die Webseite besuchen, und von denen, die die Webseite besuchen, wird wiederum nur ein relativ kleiner Teil den Newsletter abonnieren. Von denen, die den Newsletter abonnieren, kaufen dann auch nicht alle. Also mit anderen Worten, Trichter deshalb, weil es von Stufe zu Stufe weniger wird und eine kleinere Gruppe von Leuten. Die ganz besonders relevante Aufgabe für Online-Marketer oder in der Konzeption von Online-Kampagnen ist sich jetzt zu überlegen, welches Format oder welcher Kommunikationskanal eignet sich für welchen Abschnitt dieses Funnels. Klarerweise, da vorne ist natürlich Werbung sehr, sehr stark positioniert. Eine spezielle Art von Werbung, ich sage mal, da ist am ehesten Reichweitenwerbung, möglicherweise auch Bannerwerbung interessant. Storytelling, Postings, die hohe Verbreitung erreichen, eine Webseite, die für Suchmaschinen optimiert ist, damit auch Personen, die aktiv nach dem Thema suchen, dorthin kommen. Ab dem Moment, wo jemand sich wirklich beginnt, aktiv zu interessieren, das Unternehmen bereits kennt, sind natürlich Tutorials, Whitepapers, Anleitungen sehr interessant. Customer Stories wären auch so ein Thema. Und am Übergang zur nächsten Stufe, bei der ersten Conversion, da braucht man in der Regel irgendein Goodie, auf Englisch in der Regel bezeichnet als Lead Magnet. Das kann irgendetwas Digitales sein, das der Nutzer gerne haben möchte und das ihn dann dazu bewegt, seine Daten herzugeben. Klassiker wäre, Sie lesen längere Zeit ein Weblog, das über ein Thema schreibt, das Sie interessiert, und irgendwann taucht dort eine Box auf, wie er nur sagt, es gibt jetzt ein neues Whitepaper, der aktuellste Hundefuttertest für BAFA, so irgendwas, wenn ich jetzt eine Hundeseite betreibe. Und da muss man die E-Mail-Adresse eintragen und kriegt dieses Paper dann zugeschickt.
ab dem Moment weiß ich als Unternehmen auch, das ist ein Indikator, das ist ein recht starkes Signal, dass der sich für mein Thema interessiert. Und dann ist eben die Frage, wie man den Sales Funnel weitergestaltet. Das hängt von der Zielgruppe, vom Produkt ab. Ich kann sagen, wenn der jetzt mal meinen Gratiskurs runtergeladen hat, dann schicke ich ihm relativ zeitnah ein bezahltes Angebot. Da arbeitet man dann auch ganz gerne mit Zeitdruck, kennen Sie vielleicht selber, nur in den nächsten 24 Stunden um -50%, wenn Sie das jetzt sofort kaufen. Funktioniert bei digitalen Produkten natürlich besonders leicht mit Preisnachlässen, wo die Vervielfältigung nichts kostet. Stichwort Videokurs. Oder Sie sagen, der hat sich jetzt registriert, jetzt schicke ich ihm erstmal 2, 3 weitere nützliche Tutorials und gehe dann davon aus, dass der sich irgendwo denkt, boah, die sind so super, bei denen kaufe ich jetzt. Also das kann man unterschiedlich gestalten, da gibt es ja keine richtige es gibt immer falsche Wege, das zu machen, aber es gibt keinen komplett richtigen, der für alle Szenarien passen würde. Und wenn der dann eben zum Kunden geworden ist, dann muss man überlegen, was kann ich für die Kundenbindung tun. Loyalty-Offers werden da ein Thema. Also eben Rabatte für bestehende Kunden, solche Dinge. FAQs, also häufig gestellte Fragen, nämlich die Art von Fragen, die nicht die Pre-Sales-Fragen, sondern die Fragen, die auftauchen, wenn ich das Produkt oder Service bereits benutze. Newsletter natürlich, Kundensupport-Foren und dann auch wieder weiter oben, sozusagen schon auf dem Weg zur Advocacy, diverse Contests, wenn ich schicke uns dein schönstes Urlaubsfoto, bis hin zu Viral-Content und dann halt eben Zusammenarbeit mit Influencern. Ich habe jetzt vorher gesagt, und auch in dieser Grafik stehen die Online-Ads da ganz nach vorne drin, das stimmt natürlich überhaupt nicht, dass die nur an dieser Stelle relevant wären. Das sind, wie gesagt, Vorschläge. Wichtig ist für Sie zu verstehen, wenn es mir darum geht, ein Produkt bekannt zu machen, wenn ich mich da ganz am Top of the Funnel, nennt man das, am Beginn des Trichters befinde, dort, wo der Trichter besonders breit ist, da macht auch breit gestreute Werbung mehr Sinn. Je weiter ich nach unten komme, desto getargeteter muss die Werbung sein. Und ich habe Ihnen letztes Mal auch gesagt, es gibt diverse Retargeting-Möglichkeiten, es gibt technische Möglichkeiten, ein Tracking-Pixel in die eigene Webseite einzubauen, sodass ich jemanden, der meine Webseite schon einmal besucht hat, wiederum Werbung anzeigen kann. Ist natürlich sehr, sehr interessant für diesen Middle-Funnel, wo die Leute schon mal auf der Webseite waren und vielleicht hat er vergessen, dass es ihn interessiert hat, dann kann man ihn mit Werbung auch gut dran erinnern. Da weiter unten, wenn der schon einmal gekauft hat, dann weiß ich ziemlich viel über ihn. Und dann ist auch die Frage, kann ich ihm ausreichend personalisierte Inhalte schicken? Denken Sie an einen größeren Shop, der ein breites Produktportfolio hat. Sagen wir mal, der verkauft Sportbekleidung, Kameras und Küchenutensilien, fällt jetzt nichts anderes ein. Und Sie haben einen Kunden, der hat diesen Funnel durchlaufen, der hat irgendwann seinen ersten Kochtopf bestellt und dann noch 2 weitere Bestellungen getätigt. Und auch die Newsletter abonniert und dann haben Sie ein Sonderangebot für eine neue Digitalkamera. Könnte sein, dass der sich zufällig auch für Digitalkameras interessiert und dass der sich denkt, das ist ein zuverlässiger Shop, da habe ich eh schon mal bestellt. Die beste Idee ist es wahrscheinlich nicht, ihm die Info zu schicken, sondern es wäre wesentlich interessanter, wenn es Ihnen gelingt, das so zu customizen, dass die Kunden, die nur Küchenutensilien bisher gekauft haben, auch dann ein Angebot für ein einschlägiges Produkt wieder kriegen. Das heißt, da in dem Bereich spielt Werbung deshalb weniger eine Rolle, weil Sie bereits den Kanal zum Kunden aufgebaut haben. Wenn ich die E-Mail-Adresse von jemandem habe und dem ein Newsletter schicke, dann ist zwar nicht gesagt, dass der den Newsletter liest und es kann durchaus zusätzlich Sinn machen, gerade dem auch noch Werbung anzuzeigen, aber in den meisten Fällen lebt oder existiert die Online-Marketing und damit auch die Social-Media-Werbung hier so in diesem Top-of-the-Funnel- und Middle-of-the-Funnel-Bereich. Und da unten bei der Zusammenarbeit mit Influencern, da sind wir dann natürlich wieder bei anderen Werbeformen, beim Native Advertising, da geht es nicht um das Schalten klassischer Werbekampagnen, sondern eben vielmehr um Kooperation mit Influencern, die eben bereits einschlägige Reichweiten aufgebaut haben. Da ist noch ein Nachtrag, das habe ich vorher übersehen, von Julia Marie Kiwi. Ich finde es komisch, dass die Shops keine Tags angeben können, also Suchbegriffe, über die sie gefunden werden können. Ich mag die Art, wie sie denken. Das ist für mich auch das aller absurdeste. Das wäre ja die offensichtlichste und nachvollziehbarste Art, wie man das bei so einer Seite lösen könnte. Man muss auch bedenken, ich kenne die Wirtschaftskammer ganz gut. Ich arbeite immer wieder mal in einzelnen Projekten für Abteilungen.
Bei der Wirtschaftskammer ist auch immer ein Thema, die dürfen, nachdem sie ja eine Organisation für alle österreichischen Unternehmen sind, auch nicht bestimmte Unternehmen bevorzugen. Das halte ich bei so einer Seite für gar nicht unproblematisch, weil was machen sie jetzt? Wenn so ein Portal funktioniert, dann wird es irgendwann mehr als einen Shop geben, der Jeans verkauft, und dann haben sie das Google-Problem, sie müssen die Shops reihen. Da müsste man sich auch was dazu überlegen. Da wird schon irgendeine Lösung geben, aber über Tags, jeder Shop darf eine Reihe von Tags angeben. Ja, also irgendwie ist es eine Leistung, eine Suche hinzubekommen, die so dermaßen gar nicht funktioniert. Ich habe gestern ein bisschen rumgespielt damit und konnte auch keinerlei dahinterliegende Logik erkennen. Eine Fortsetzung des, und ich werde Ihnen den Beitrag zum Nachlesen dann auch verlinken, von Blue Corona, ist ein Unternehmen, das bietet im Wesentlichen Analyse-Tools an. Ein exzellenter Artikel, was sich eben im Marketing-Funnel ändert, im Social-Media-Bereich, oder sozusagen noch ein anderer Denkansatz dazu. Sie haben hier nochmal diesen klassischen AIDA-Funnel skizziert, auch typischerweise bezeichnet, hier ist das Marktpotenzial, also die Größe des Marktes, das sind dann die Leute, die sich interessieren fürs Produkt, das sind die Prospects und das sind dann die Customers. Demgegenüber stellt Blue Corona die Modern Online Buyer's Journey. Buyer Journey ist auch ein Weg, das gern bedeutet dasselbe wie Funnel, also der Weg, den der Kunde nimmt. Customer Experience, Pathways habe ich gelesen, Customer Experience Journey wäre auch ein gängiger Begriff dafür. Der beginnt natürlich auch mit der Awareness, das ist schon eine Grundbedingung, Sie werden nicht auf eine Webseite von irgendwem gehen, Sie müssen irgendwie damit in Kontakt kommen. Entweder muss es Ihnen angezeigt werden oder Sie suchen aktiv damit. Sie müssen irgendwie Kenntnis davon haben. Dann kommt die Consideration Stage, dann auch der Kauf, da ändert sich grundsätzlich nichts dran. Und nachdem der eben zum ersten Mal Kunde geworden ist, die Post-Purchase Experience oder eben die weitere Kundenbetreuung, die ihn dann im Idealfall zu einem loyalen Kunden oder eben sogar zu einem Brand Evangelist macht. Diese blauen Kreise, die Sie da sehen, die sind in der Tat sehr, sehr relevant geworden im modernen Marketing, weil Social Media durch ihren Echtzeitcharakter und durch die sehr schnelle Datenauswertung, die man da bekommt, natürlich auch sehr, sehr schnelles Reagieren erlauben. Das heißt, bereits in der Consideration Stage, wenn Sie nochmal an die andere Grafik denken, wie sich der jetzt da befindet, und ich habe eine Menge Fachartikel drüber gelesen und merke jetzt hier und denke mir irgendwie, ich schreibe jetzt ein paar Blogartikel mit Anleitungen und man bemerkt dann sozusagen, diese Blogartikel, die werden entweder kaum aufgerufen oder, und da muss man halt die eigenen Analyse-Tools, natürlich super wichtig, einigermaßen unter Kontrolle haben. Ich habe einen Blogartikel geschrieben, der 5 Minuten lang ist und irgendein Thema erklärt und ich sehe dann anhand der Analytics-Daten, dass den zwar viele Leute aufrufen, aber 90% die nach 20 Sekunden wieder zumachen, dann sind das lauter Erkenntnisse und Daten, die man sofort in die Umgestaltung einfließen lassen könnte. In dem Beispiel muss man sich dann natürlich im Detail ansehen, woran es wirklich liegt. Vielleicht ist die Einleitung zu sperrig, vielleicht Zielgruppe falsch gewählt, aber man kann das sozusagen während der Laufzeit der Kampagne sofort optimieren. Das ist da mit diesen blauen Kreisen gemeint, mit diesen Research and Discovery Loops. Dasselbe bei der Post-Purchase-Experience. Man setzt Aktionen, bietet beispielsweise bestehenden Kunden einen bestimmten Rabatt an und man wertet dann permanent und ständig aus, wie gut funktioniert das und optimiert sozusagen in Echtzeit. Das ist auch gemeint nebenbei mit Rapid Development oder Rapid Prototyping, Go-to-Market so schnell wie möglich. Das bezeichnet alles diese Konzepte, dass man nicht notwendigerweise, und tatsächlich arbeiten die meisten Startups auch nach dieser Methodologie, komplett, wenn sie so wollen, fertige Services und Produkte auf den Markt bringt, sondern ja, halbfertige, das, daher auch der Begriff Beta-Test, und dann aus dem Feedback der Kunden, entweder aus dem Feedback einer Testgruppe oder dann in weiterer Folge auch aus dem Feedback der Echtkunden das Produkt optimiert. So gesehen sind wir im modernen Marketing natürlich lauter Laborraten. Aber das ist nicht weiter schlimm. In dem Fall ist das nicht weiter schlimm, sondern wenn Sie sich in der Situation des Marketers versetzen, natürlich wird man diese Möglichkeiten nutzen, in Echtzeit sofort Feedback drüber zu kriegen, funktioniert das, was ich da tue, inwieweit funktioniert es, wie gut funktioniert es. Und wie gesagt, die Phasen selber
bleiben grundsätzlich die gleichen, aber diese Loops spielen eben eine große Rolle. Es gibt einen amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler, dessen Name mir nie einfällt, der ein Buch über Upstream und Downstream Revenue Models geschrieben hat, das anhand von Automobilherstellern auch vergleicht. Mazda, wenn Sie sich Mazda anschauen, war in den letzten 20 Jahren ein sehr erfolgreiches Automobilunternehmen, hat aber sehr spät, also genau genommen erst vor 2 Jahren, begonnen, auf Elektromobilität zu setzen und war sozusagen, was die Weiterentwicklung der Fahrzeuge betrifft, mehr im technischen Bereich zu Hause. Die sind von Generation zu Generation deutlich leichter geworden. Also der vorige Mazda 2 oder die neue Modellgeneration, egal ob 2, 3 oder welches Auto, hat immer deutlich weniger gewogen, weniger Benzinverbrauch, aber eben Benziner. Mazda hat sich in der Entwicklung vor allem an der Technologie, an den Möglichkeiten orientiert, während andere Unternehmen, die früher auf Elektromobilität gesetzt haben, sich nicht davon abschrecken haben lassen, wenn sie so wollen, dass zumindest vor einigen Jahren die verfügbare Infrastruktur, die Batteriereichweite und so bei weitem nicht für alle Einsatzszenarien optimal waren. Aber die haben halt bemerkt, dass auf Kundenseite das Bedürfnis nach Elektromobilität, nach elektrischen Autos immer größer wird und haben auch begonnen, die früh anzubieten. Das ist diese Unterscheidung, die gemeint ist mit Upstream und Downstream. Unternehmen, die sich im Upstream bewegen, für die ist Entwicklung, Produktentwicklung, Technologie sehr, sehr wichtig. Unternehmen, die sich im Downstream bewegen, für die ist die Meinung des Marktes sehr wichtig. In der Praxis wird es eine Mischung aus beiden sein, aber Social Media schlägt natürlich sehr, sehr in diese Kerbe und bietet da ganz andere Möglichkeiten für die Echtzeitproduktentwicklung. Das bezieht sich bei weitem natürlich nicht nur auf die Werbung, aber Werbung ist da auch ein ganz wesentlicher Bestandteil, der eben mit reinspielt. Ja, und damit quasi abschließend zu dem Werbethema möchte ich Ihnen noch gerne ein Video vorspielen. Das stammt von Practical Psychology, einer der populärsten Verkaufspsychologie-Kanäle auf YouTube mit 1,89 Millionen Subscribern. In dem Video geht es eben genau um diese AIDA-Methode und um Manipulation und sehr, sehr spannend, wirklich geradezu, geradezu ein Musterbeispiel. Practical Psychology verkauft auch einschlägige Marketingkurse und das Video, wenn Sie so wollen, erklärt zugleich das AIDA-Modell und benutzt es auch, um Werbung für die eigenen Kurse zu machen. Aber sehen Sie selbst. Sehr, sehr rasant geschnitten und erzähltes Video, aber ich denke, Sie werden vielleicht die eine oder andere beschriebene Taktik auch wiedererkennen aus Online-Kampagnen, gerade Scarcity und so weiter, da ist natürlich sehr hilfreich, was glauben Sie, was das für Auswirkungen hat, wenn man so an der Kippe ist und überlegt, soll ich das bestellen oder nicht, dass Amazon oder auch andere Shops beispielsweise die verfügbaren Stücke auf Lager anzeigen. Das tun sie ja nicht grundsätzlich, sondern nur dann, wenn nur mehr relativ wenige verfügbar sind. Ach, könnt ihr nicht mehr bekommen, verdammt. Was er am Ende sagt, dass wir impulsiv kaufen, emotional kaufen und unsere Entscheidung nachher durch Logik rechtfertigen, wir wollen nicht so sein. Es ist eigentlich eine Erkenntnis, die zumindest in den meisten von uns dem Selbstbild total widerspricht, weil wir uns natürlich gerne als rationale Wesen wahrnehmen wollen. Ich vermute, die meisten von Ihnen fühlen sich auch nicht super wohl bei dem Gedanken, dass sie eigentlich mehr oder weniger Spielball von Manipulationsversuchen sind, aber wenn man drüber nachdenkt, also ich kenne das von mir aus ganz vielen Fällen, simples Beispiel, wenn man in den Wald geht zum Bushcraften, dann kann man sinnvollerweise kaum mehr als 5 Messer mitnehmen, das ist schon ziemlich die Obergrenze. Und wenn man jetzt schon viele Outdoor-Messer besitzt, die haben alle eine Schneide und einen Griff, das ist not that much difference, aber dann sieht man es auf Amazon, das verbilligt ist und das man schon lange gern gehabt hat, kauft man sie, vollkommen hypothetisches Beispiel natürlich, ich würde sowas nie machen, und dann kriegt man das Messer und sagt, es ist 50 Gramm leichter als mein voriges und schneidet noch besser. Das war eine gute Entscheidung, dass ich das gekauft habe. Weil die zweite Sache ist, wir geben auch uns selber gegenüber nicht gerne zu, dass wir uns geirrt haben. Und im Lichte all dessen, denke ich, wird es ja relativ schnell klar, dass Werbung, ja, häufig mit oder Werbung, Persuasion, Manipulation, was auch immer, was im Online-Bereich, was im Social-Media-Bereich sehr, sehr neu ist,
ist in erster Linie die Tatsache, dass sie, wie gesagt, quasi in Echtzeit mehr oder weniger sofort messen können, was passiert und wie gut die Dinge, die sie tun, funktionieren. Und wenn es darum geht, in einem strategischen Online-Marketing-Kontext sich zu überlegen, welche Dinge sind relevant, also welche Informationen könnten für meine Kunden relevant sein, dann ist es sehr, sehr hilfreich, dieses Funnel-Modell im Kopf zu haben und sich darüber im Klaren zu sein, dass für jemanden, der noch nie von meinem Produkt gehört hat, ganz andere Infos spannend sind als von jemandem, der vielleicht schon mal ausprobiert hat, das von einem Freund kennt, der auf einer Webseite war, der vielleicht sogar meine Newsletter abonniert hat. That being said, kann ich aus meiner eigenen Erfahrung im richtigen Leben auf jeden Fall hinzufügen, dass dieses Funnel-Modell genau das ist, was der Name auch aussagt, nämlich ein Modell. Und wie Sie wissen, Modelle sind natürlich immer, das kennen wir ja auch aus der Kommunikationstheorie, idealisierte und häufig auch vereinfachte Darstellungen der Wirklichkeit. Im praktischen Leben werden Sie in Ihrer Online-Kommunikation das natürlich nie so scharf trennen können. Ich sage, die nur Personen in der Awareness-Phase sehen diese Werbung. Gerade wenn Sie an Google denken, Leute suchen, wann auch sie wollen, und dann kommt vielleicht jemand, der noch nie von Ihrem Produkt gehört hat, auf ein Tutorial, das Sie auf Ihre Webseite gestellt haben, für Nutzer, die schon mindestens 5 Jahre damit arbeiten. Und solche Dinge passieren und die können auch dazu führen, dass jemand dadurch aufs Produkt aufmerksam wird, sich dafür interessiert und es kauft. In meiner persönlichen Erfahrung sind diese verschlungenen Wege oder Wege, die Kunden nehmen, mit denen man nicht unbedingt gerechnet hatte, spielen eine recht große Rolle. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch für die, wie gesagt, für die Planung und auch letztlich für die Ressourcenallokation. Social Media ist ja auch ohne Werbung nicht gratis, sondern braucht einen beträchtlichen Zeitaufwand. Sehr, sehr hilfreich, wie gesagt, dieses Funnel-Modell im Hinterkopf zu behalten. Das war es jetzt aber wirklich von meiner Seite mit dem Thema Social Media Advertising, Social Media Marketing, und an dieser Stelle eine kleine Vorankündigung, über die ich mich sehr freue. Nächste Woche, also wir haben noch 2 Termine vor Weihnachten, und nächste Woche, manche sagen, es wäre der 10. Dezember, andere behaupten, der 2. Donnerstag im Dezember, gibt es LinkedIn. Da geht es um das Thema LinkedIn. Der Grund, ich habe es zu Beginn mal erwähnt, warum ich LinkedIn etwas ausführlicher behandle in meiner Vorlesung als andere Social Media Netzwerke, liegt darin, dass ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich selber noch nicht intensiv damit befasst haben, ist höher als beispielsweise bei Instagram. Aber vor allem, wenn wir uns schon die Zeit nehmen, da die Donnerstagvormittage gemeinsam zu verbringen, dann möchte ich auch, dass Sie maximalen Nutzen aus dieser Vorlesung ziehen. Und letztendlich der Grund ist, ich kenne das auch aus meinem Umfeld, sehr viele, und werden wahrscheinlich auch einige von Ihnen so denken, ich registriere mich dann oder ich verwende LinkedIn dann, wenn ich mit dem Studium fertig bin und auf Job suche. And that's a very bad idea. Es ist keine schlechte Idee, es ist besser, als es gar nicht zu verwenden. Was Sie aber tun sollten, ist jetzt damit beginnen. Warum und wie Ihnen das bei der Job, nicht notwendigerweise nur, wenn Sie, oder in keinster Weise nur dann, wenn Sie auf der Suche nach einem Anstellungsjob sind, wie Ihnen das bei der Positionierung als Selbstständiger hilft und so weiter, das möchte ich Ihnen gerne beibringen. Sie kriegen nächste Woche eine Kurzversion dessen, was ich ansonsten Workshops in Firmen unterrichte, eine komprimierte Version. Und übernächste Woche bei unserem letzten Vorweihnachtstermin am 17. Dezember haben wir uns, ja, das klingt total nach Pitch, ich möchte da gerne, dass möglichst viele von Ihnen das auch, ich werde da noch eine Pitch-E-Mail rausschicken, Funnel und so, weil ich glaube, dass Ihnen das wirklich viel bringen kann. Weiß ich auch von Ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Vorjahren. Am 17. haben wir dann unseren ersten Gastvortrag, auf den ich mich auch sehr freue, passend zum Thema. Thomann Geiswinkler ist bei LinkedIn zuständig für Recruiting-Bereich Österreich und er wird sprechen über Business Storytelling. Und das bringt 3 Themen, die wir in der Vorlesung schon behandelt haben, eben Storytelling, Social Media Kommunikation, Advertising und Advertising sehr gut zusammen. Gerade im Bereich Storytelling denkt man ja oft nicht unbedingt so an den Business-Bereich, sondern eher an die privaten Produkte. Ein sehr spannender Vortrag, den ich nur empfehlen kann. Ja, soweit der weitere Fahrplan. Die 2. Übungsaufgabe wird dann auch zu tun haben mit Thomanns Gastvortrag, aber dazu dann in 2 Wochen mehr. Nächste Woche dann die Einführung in LinkedIn, die Sie reich und erfolgreich machen wird. Bitch genug. Ich freue mich auf jeden Fall wieder auf nächste Woche.
Wir sehen uns am 10.